Ich begrüße Sie recht herzlich zum Programm des Oder Spreefernsehens. Heute gibt es natürlich klar die aktuellen Meldungen des Tages, aber noch der Programmhinweis, das Kinomagazin, also die neuesten Produktionen, die im Kino zu sehen sind, werden Sie natürlich hier in Kino News sehen können. Und noch eines haben wir, und zwar einen Hinweis in Sachen Corona-Maßnahmen. Eigentlich sollte am 20. März der Großteil der Corona-Maßnahmen auslaufen. Doch der Plan sieht jetzt anders aus, wie man mitbekommen hat. Alles bleibt so oder soll sogar verschärft werden. Die Landesärztekammer, und da kam die Information heute rein, die Landesärztekammer Brandenburg und das Landeskrankenhaus oder die Landeskrankenhausgesellschaft Brandenburg begrüßen die Absicht der Landesregierung, die Maßnahmen gegen die Corona-Pandemie auch für den ursprünglich geplanten sogenannten Freedom Day, so heißt er ja in anderen Ländern, hier in Deutschland eigentlich nicht, und am 20. März weiter aufrechtzuerhalten, beziehungsweise, da kommt es sogar, zu verschärfen. Die Gesundheitsministerin des Landes Brandenburg hat mit ihrem Kurs die volle Unterstützung, heißt es, so der Chef der Landesärztekammer. Die Begründung, die ständig weiter steigenden Fallzahlen, und in den Krankenhäusern gibt es jeden Tag 800 Fälle, die mit Corona behandelt werden. Stellt sich die Frage, ist das tatsächlich so? Auf Nachfrage, zum Beispiel hier im Krankenhaus Eisenhüttenstadt, ist die Situation nicht so, wie die Landesärztekammer es beschreibt. Eine Überforderung der Betreuung der Corona-Patienten ist lange nicht in Sicht. Ist dann die Fortführung oder sogar die Verschärfung der Maßnahmen noch gerechtfertigt? Woher oder wohl dann eher nicht? Man sollte die Hotspots definieren und vor allem die Zahlen der Intensivbettenbelegung im Blick haben und dann regional entscheiden. Das ganze Land weiter mit den Maßnahmen zu regulieren, sollte man kritisch betrachten. In den folgenden Meldungen gibt es auch dann noch Informationen zu anderen Dingen. Und zwar zum Beispiel in Frankfurt-Oder. Da gibt es ein neues Gaskraftwerk. Nochmals möchten wir Ihnen dann auch noch einen ganz anderen Beitrag zeigen, und zwar in Bezug zur Ukraine. 2018 gab es eine Delegation aus einem sehr großen Stahlwerk in der Ukraine. Und diesen Beitrag möchten wir also aus aktuellem Anlass nochmal zeigen. Und zwar, wie gesagt, kümmert sich ja ArcelorMittal mittlerweile um dieses Stahlwerk in der Ukraine. Man will da ja sich um die Mitarbeiter kümmern. Und da mal ein Gefühl dafür zu kriegen, für diese Menschen, die jetzt bedroht werden oder denen es wirklich im Moment nicht gut geht, haben wir uns nochmal entschieden, diesen Beitrag aus dem Jahr 2018 zu zeigen. Ja, soweit erstmal diese Hinweise, und wir machen jetzt weiter mit den Meldungen des Tages.